ein Fahrrad zu einem günstigen Preis ersteigern, das ist normalerweise recht schwierig. Ich bin heute Mittag am Münsteraner Hauptbahnhof und werde versuchen, bei der Fahrradversteigerung der Deutschen Bahn ein Fahrrad zu schießen. Das Fahrrad ist dann ein Gemeinschaftsrad für das Benno-Haus. Mal gucken, ob ich eins bekomme. So, ich habe jetzt schon ein paar Fahrräder hier gefunden, unter anderem die 45, die 30, die 17 und ein blaues Fahrrad. Wir schauen mal, ob ich eins abstauben kann. Ich habe mir sagen lassen, die sind teilweise sogar von 2015. Ja, ich hoffe, wir kriegen eins. 15 Euro! 15 Euro! Jo. 10 Euro! Da vorne 15 Euro! Aktuelles Gebot 15 Euro! Wie kamst du denn erstmal auf die Fahrradversteigerung hier? Ach, ja, hier hängen ja überall so Zettel rum, schon seit Monaten. Und dann dachte ich mir, kann man ja mal gucken, ob man was Günstiges kriegt. Und du hattest vorher kein Rad? Und ich habe ein Rad, aber das ist gefühlt von 1980 und da wurde es mal Zeit für ein etwas Neueres. Bist du zufrieden mit deinem Fahrrad? Ja, muss man natürlich erstmal ausprobieren. Vorne fehlt das Licht, aber ich glaube, nach ein paar kleineren Reparaturen soll das wohl gehen. Komm, ja, 38 Euro. Sagst du was? 40. 40 Euro. Was? 40 Euro. 45 Euro zum... Kurz warten hier. Ersten. Du sagst. 45 Euro. Aktuelles Gebot zum zweiten. 50. 50 Euro. Keine weiteren Gebote. 50 Euro zum 51 Euro. 51 Euro aktuelles Gebot zum zweiten. 55. 55 Euro. 55 Euro aktuelles Gebot zum ersten. Jawohl. 55 Euro. Jawohl, das haben wir. 55 Euro. Oder jetzt drauf. Dankeschön. 110. Zurück. Danke. Bitte für dich, ne? So, voll geil. Ich habe ein Rad geschossen für 55 Euro. Wie erwartet sogar die 37. Ja, ich bin mega zufrieden und voll geil. Ja, das war's mit der Fahrradversteigerung. Ich muss sagen, es war wirklich sehr interessant für mich, mal wirklich eine live mitzuerleben. Ich bin froh, dass ich ein Fahrrad schießen konnte und sage in dem Sinne tschö, bis zum nächsten Mal.